Morgen, morgen, Freunde. Willkommen zurück auf dem Streamcords-Kanal zur nächsten Flaschenpost. Wir sind auf dem Testserver und ich möchte euch kurz die neuen Möglichkeiten vorstellen. Wir werden es in mehreren Etappen machen. Wir gucken uns jetzt erstmal eine der tollen Neuerungen für alle Spieler an, und zwar den Hafen Hamburg. Wir sind schon drauf und ich finde ihn super toll gelungen. Ich kenne die Stadt ja nur persönlich. Ich wohne ja hier auf der Ecke. Und ich muss ganz ehrlich sagen, total klasse. Hier ist der alte Elbtunnel, Landungsbrücken, dann Magdalenenkirche ist das, glaube ich, der Michel, das Rathaus, die Speicherstadt. Hier ist jetzt der König der Löwen in dem Bereich eigentlich, wenn man das mit heute vergleicht. Hier sind ordentlich Schiffe unterwegs im Hafen. Haben sie echt eine tolle Sache eingefangen. Hier hinten geht es dann zum Fischmarkt. Und da ganz in der Ecke kann man Blom und Voss erkennen. Da hinter dem blauen Kran sozusagen. Ja, das ist der neue Hamburger Hafen. Hier ist irgendwie noch ein bisschen Weihnachtsmarkt drauf. Wie gesagt, ich finde es atmosphärisch sehr, sehr gut gelungen. Ist so ein bisschen wie London, der letztes Jahr ja kam. Und ja. Ich habe hier mal die Maß so passend hingestellt, auch wenn sie wahrscheinlich nicht so richtig in Hamburg stationiert war. Egal. Ja, der nächste Punkt. Der Hamburger Hafen ist einfach cool. Und jetzt kommen wir zum Unternehmen. Wer die Flaschenpost vom letzten Tag gesehen hat, der weiß, dass es auch die neue Operation gibt hier, die in Narei. Und ich habe euch die einmal aufgerufen. So wird die Karte aussehen. So ist das vielleicht ein bisschen besser zu sehen als auf dem Patch, bei dem Nachrichtenartikel. Man muss eben hier die feindlichen Linien durchbrechen oder Feuerunterstützung leisten, um die alliierten Truppen anzulanden, um die Feinde zu vernichten. Ja, auch hier wieder ein T7-Gefecht. Also alle T7-Schiffe sind möglich. Und klar, hier ist es jetzt Unternehmen der Woche, das heißt, man kann jetzt sowieso fahren, wie man das möchte. Dafür werden wir eine separate Flaschenpost machen, um euch einmal zu zeigen, wie die Operation aussieht. Und ja, bleibt einfach auf dem Kanal. So, gucken wir mal, ob wir hier schon sehen können. Errungenschaften, Ränge. Zusammenfassung. Ah, ja, genau, Feldzüge war es. So, das sind die deinen neuen Feldzüge, die jetzt hier kommen. Ja, hier kann man anscheinend, naja gut, das war ja auch beschrieben auf der Homepage, dass die Sachen hier, die man jetzt hier gewinnen kann, noch nicht. Dementsprechend, was da in der Realität dann auf dem Live-Server ausgeschüttet werden wird. Den Auftrag hier kann ich noch nicht mal abrufen, aber den Battle of the North Cape, den kann man abrufen. Und da kann man mal raufgucken, was das hier die Aufgaben werden sich wohl, werden wohl sicherlich sehr ähnlich sein, aber die Belohnungen werden andere sein. Es wird nicht ganz so einfach sein, diese zu erreichen. Also ist das jetzt nur eine grobe Richtlinie. Wir haben jetzt hier. Der Erste, der ein deutsches Schlachtschiff entdeckt. Ja, treffe 5 gegnerische Kreuzer. Oder, ja, genau, treffe 5 gegnerische Kreuzer mit irgendeiner Bewaffnung, ne, zu erfüllen mit T5 bis T10 Schlachtschiffen in Zufallsgefechten und gewerteten Gefechten. Bei der ersten Aufgabe sind es Koop-Gefechte noch mit dabei und Kreuzer von T5 bis T10. Dann hit enemy battleships 50 times with any armament, also 50 gegnerische Schlachtschiffe, auch Zufallsgefecht, gewertete Gefecht T9, T5 bis T10 mit Kreuzern. Verursachen 25.000 Schadenspunkte an gegnerischen Schlachtschiffen. Win and survive a battle where you cause 5000 HP of damage to enemy cruiser. Also ein Kampf gewinnen und überleben, indem man 5000 Damage auf gegnerische Kreuzer gemacht hat. Du completest the task,
in Random und Ranked Battle bis Tierpitz. Das bedeutet quasi, du musst die Tierpitz fahren in Zufall oder gewendetem Gefecht und 5000 Schaden machen, gewinnen und überleben und dann kriegst du deine 3 Sterne. Also das heißt, hier muss er die Tierpitz haben, hier ist es egal, was man hat, das ist also alles schaffbar. Das ist die erste Aufgabe. Die zweite, beschädigen Sie oder zerstören Sie 10 Module an einem gegnerischen Schiff. Verursache 8000 Schaden. Da die Zahlen, die werden sich hier noch ändern. Ich denke, das halte ich für ein bisschen zu leicht. Ja, die Belohnungen, ja, die werden sich wahrscheinlich auch noch verändern. Was haben wir hier denn? Da überall Container drin. Reparaturmannschaften. 25.000 HP an potenziellen Schaden und den Gain of Victory, also Gewinnen und Überleben in einem einzelnen Kampf und 25.000 potenziellen Schaden haben sozusagen, also nicht ihn einstecken, sondern man war quasi so lange offen, dass man auf dass 25.000 Trefferpunkte auf einen einprasseln hätten können, sozusagen. Und ja, also wie gesagt, die Zahlen müssen wir mal gucken. Hit Enemy Battleships with Main Battery 50 Mal. Also feindliche Schlachtschiffe mit der Hauptbatterie 50 Mal treffen. Also Cruiser T5 bis T10, gewertet und Zufallsgefecht. Und 5000 Trefferpunkte auf Potential Damage, Gain Victory and Survive a Single Battle. Das ist dann wieder eine Tierpitz-Mission. Und dann haben wir hier wieder 3 Container. Ich will mal gucken, ob es hier noch irgendwelche besonderen Sachen gibt. Ja, hier wiederholen sich die Sachen alle so ein bisschen. Es ist alles nicht, so wie sie das hier liest, alles nicht unmachbar. Es ist alles T5 bis T10, Zufalls- und gewertetes Gefecht. Teilweise sind deutsche Schiffe erforderlich, teilweise britische Schiffe, teilweise ist es egal. Dann hat man hier wieder Zufallscontainer. Und was haben wir hier zum Schluss? Ui, wow. Zum Schluss, Battle of the North Cape, gibt es eine Tierpitz und einen Kapitän mit 3 Skillpunkten zu gewinnen. Das ist zumindest nicht auf dem Testserver so angeschlagen. Mit Tierpits und einen deutschen Kapitän mit 3 Skillpunkten. Und zwischendurch gibt es Container mit allem möglichen Kram. Dabei, wie gesagt, ist alles noch nicht so repräsentativ. Ich denke mal, das ist eine geile Belohnung. Wenn man hier die Tierpits gewinnen kann und das wirklich so käme, wäre das richtig geil. Ich persönlich habe die Tierpits noch nicht, von daher. Und jeder, der die Tierpits hat, wird dann halt 12.500 Dublonen bekommen. Also von daher, wer macht das nicht gerne? Ja, das wird der Kampf um das Nordkap sein. Ich denke, es wird sich auch hier wieder jede Menge Freude generieren und Spaß generieren, diese Mission durchzufahren. Gerade weil sie jetzt auch nicht so aussieht, ob sie super, super schwer wäre. So, Hafen haben wir gesagt. Wir haben die beiden Feldzüge, die ich zeigen konnte, habe ich gezeigt. Dann als nächstes käme der Sound, den werden wir testen, sobald wir hier die Operation Nari angehen. Da werden wir auf die Hörner mal eingehen, die sich da dann hoffentlich auch schon darstellen. Und das soll es jetzt auch schon mal gewesen sein als Vorschau auf den Testserver. Der nächste Video folgt demnächst und da geht es dann um die Operation Nari und die Schiffshörner. Vergesst das Liken, Abonnieren und Teilen nicht. Bis zum nächsten Mal, euer Secret Team. Ciao, ciao.